Heute, was geht ab, Leute? Schon wieder auf dem Pogo-Kanal? Ich dachte, ich habe erstmal Ruhe bis zum Classic C-Day. Aber nee, es gibt ein Thema. Und zwar wurde GoFest angekündigt für dieses Jahr. Also GoFest der Jahr. Es sind ja eigentlich immer drei Städte: Europa, Amerika, NA und Asia, meistens Japan. Und dieses Jahr ist es nicht in Deutschland. Wir haben uns daran gewöhnt, bisher war es immer oder zumindest irgendwas einmal im Jahr, zumindest in Deutschland. Und dieses Jahr ist es in London, UK. Ich habe auch schon Kommentare bekommen, oder ein, lass mich nicht lügen, ein Kommentar war es. Warum fährst du nach London? London ist natürlich teurer, ist eine teure Stadt. Ich habe schon länger vor, nach London zu fliegen fahren. Das wären geile Vlogs. Gibt es eine Menge Food-Sachen, Hotspots, die ich abchecken will. Aber ist auch eine tolle Stadt. Um echt zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich es mir. Also, ich will schon, würde schon. Ich würde auch wahrscheinlich 7 bis 10 Tage dann dort verbleiben und mir die Stadt anschauen und dann GoFest mitnehmen. Ich weiß aber, um echt zu sein, gerade echt nicht finanziell, ob das machbar ist, weil. Ja. Wir sind im Bärenmarkt, wir sind im Insi-Modus. Also wer meinen Vlog-Channel verfolgt, es reicht alles noch gut zum Leben. Ich muss mir keine Sorgen machen, also alles gut, Leute. Alhamdulillah. Aber jetzt für Luxusreisen, Spielspaß, nicht so viel Spielraum, Freiraum. Und wahrscheinlich auch nicht für die meisten von euch. Es ist schon eine andere Sache, ob man jetzt nach Deutschland, also irgendwo in eine andere Stadt fährt, da ein Wochenende bleibt oder so. Auch zwecks Arbeit und so. Oder jetzt extra nach London fliegen muss. Und Übernachtung in London. Tschüss. Ich habe hier eine Liste offen mit allen Real-Life-Offline. Offline, kann man das so sagen. Events. Die gehen wir mal kurz durch. 2016 gab es natürlich nichts. Ich stelle euch mal so hin. Dann seht ihr mehr von meinem Face. Angefangen hat es Juli 2017 mit Pokémon Go Fest Chicago. Rückblickend hätte ich da hinfliegen sollen. Das hätte den Kanal anders hart gepusht damals, weil 2017 war ich noch eins klein. Hätte ich machen sollen. Das wäre legendär gewesen. Aber damals war ich noch nicht im Reisefieber. Ich hatte noch keine Erfahrung alleine nach Amerika. Damals wäre das schon ein großer Schritt gewesen. Jetzt wäre es halt nichts. Dann auch Japan gab es paar Sachen. Und dann Europa kam dann so diese Safari-Zone mit Unibail Rodamco in Zusammenarbeit. Unter anderem Deutschland, Frankreich, Spanien und dann auch später Dänemark, Tschechien, Niederlande, Schweden und Amsterdam müsste auch da auch irgendwo gewesen sein. Also doch Niederlande, ja. Sorry, Niederlande, Amsterdam war das. Wir waren am Start, natürlich Germany, Oberhausen, in Tschechien waren wir und Amstelveen. Oberhausen war natürlich legendär, da habe ich so meinen Hype bekommen. Ich war aber noch klein, ich weiß nicht mal, ob ich da schon die 1000 Abonnenten geknackt habe. Wenn überhaupt, dann so 1000 bis maximal 2000 Abonnenten hatte ich, also super, super klein. Ich hatte, glaube ich, Spieletrend schon herausgefordert, ja, safe, weil. Road to 50 war das ja, Road to 40. Wer zuerst Level 40 erreicht und da hat sich auch sein wahrer Charakter gezeigt, was für ein korrekter Typ er ist und warum wir immer noch Kollegen sind. Er hat mich dann irgendwie kontaktiert, weil er war da offizieller Partner, aber er fand es unangenehm, dass nur er Partner war und zum Beispiel Julia nicht und auch ich nicht. Was halt, wie gesagt, ich fand damals Mini, das überhaupt kam da überhaupt nicht in Frage. Aber der uns seine Gruppe erstellt und wir haben da versucht hat, er hat uns versucht mit da rein zu involvieren, mitzuziehen. Da gab es dann auch so Fotosessions und so und hat immer gesagt, hey, komm mit aufs Bild und so, richtig korrekter Typ. Und ich dachte mir immer, mir war es mega unangenehm, weil erstens hatte ich damals noch nicht so viel Social Media Erfahrung. Zweitens denke ich mir so, Digga, die wollen halt den krassen Spieletrend und die krassen Julia mit mehreren 100.000 Abonnenten und kein Mensch kennt mich. Mit meinen 1.000, 2.000 Abonnenten, aber er hat immer gesagt, komm mit rein ins Bild und so. Echt korrekter Typ. Ich küsse sein Herz.
Auf jeden Fall Oberhausen, Hammer. Danach kam Prag, da war ich auch im Start. Auch Hammer, Jagd nach 100er Kangama, legendär. Mein Gott, war das krass. Also also in Oberhausen hat sich gezeigt, dass selbst wenn du kein Ticket hast, die ganze Stadt mit Map war anders krass. Das war die Hochzeit, Mann. Das war so genial, das war so krass. Digga, die Autos bei dem 100er Kangama. Mein Gott, ich werde das niemals vergessen, was da alles los war. Auf jeden Fall Tschechien. Haben wir gar nicht viel Zeit im Kaufhaus verbracht. Nur 100er gejagt. 100er Chanera war da auch Highlight. Also das war legendär. Amstelveen war ich mit, also Ding war ich alleine. Oberhausen, dann Tschechien mit einer Crew. Tati war der Fahrer. Und dementsprechend hat er auch das 100er Kangama nicht bekommen. Weil dann musste er sich einloggen, weil er musste von Navi switchen auf Pogo und dann hat er sich nicht rechtzeitig eingeloggt. Richtig leidende Geschichte. Amsterdam war ich mit ein paar Kollegen. Da haben wir nicht so viele 100er gejagt. Da hatte ich aber. Hatte ich dann ein Ticket? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo sind wir da nur rumgegangen? Ich weiß es nicht, aber ich war da Amsterdam am Start. Dann kam Japan, Südkorea, da waren wir nicht natürlich. Hätte ich im Nachhinein, aber ich hätte alles mitgenommen. Das war ein Fehler von mir. Ich hätte echt jedes Event einfach mitnehmen sollen. Ich hatte ja Homeoffice die ganze Zeit und Videos drehen war ja mein Nebenjob. Hätte ich locker machen sollen. Taiwan. Dann kam 2018 Safari-Zone Dortmund. Das war auch legendär. Ich kann mich an kaum was davon erinnern. 2018. Wir haben einen Freund unterwegs. Wir haben. Boah, ich erinnere mich! Also an. Ich muss ehrlich sagen, an die Tage im Park so gar nicht. Ich erinnere mich nur, dass ich Freitag arbeiten musste. Ich hätte gar nicht fahren können. Ich habe da also noch normal Vollzeit gearbeitet. Nee, nee. Erst. Und da auch. Also Freitag war ich im Büro. Und dann bin ich früher gegangen, Bus über Nacht, bin in der Früh angekommen, GoFest gezockt, Sonntag heim mit dem Bus, Flixbus, Montag angekommen, kaum geschlafen, direkt ins Büro. Mein Gott, der Tag war so tot. Ich erinnere mich nur an die Fahrt, aber an GoFest an sich oder Safari Zone erinnere ich mich gar nicht. Sorry, Dortmund. Nee, Mann. Chicago, wieder Japan. Südkorea, dann wieder Japan, Safari-Zone, Yokosuka und wieder Südkorea. The fuck? Taiwan, Safari-Zone, Taiwan. Brasilien, Safari-Zone gab es auch. Tschü. Also, das ist schon 2019. Also, 2019 gab es dann Singapur, Südkorea, USA natürlich, GoFest Chicago, Japan und dann wieder Dortmund. Also daran kann ich mich noch erinnern. Kusikos hat meine Ex-Freundin oder Ex-Ex-Freundin. Da war ich mit ihr am Start. Mit den Kassel-Leuten. Das war nach der Deutschland-Tour. Das war auch hoch ein Highlight. Also an das kann ich mich noch komplett erinnern. Das war auch ziemlich nice. Und an die Menschenmassen. Ah, 2008, ich erinnere mich wieder. Mein Gott, die ganzen Menschenmassen wegen irgendwelchen Hundertern. Ja, okay. 2019 war auch nice, alles sehr gut und dann kam natürlich Corona. Es kam noch hier und da ein paar Events. Irgendwie gab es noch London, aber das wurde dann abgesagt. Oder irgendein UK-Event, das wurde dann abgesagt, weil dann Corona kam. Dann kamen noch hier ein paar Events, aber zu denen hätte ich fahren können. Also ab 2018, da hatte ich Homeoffice, war ich selbstständig und dann Teilzeit YouTube, hätte ich da alles mitnehmen können. Und dann, wie gesagt, Corona, ein paar Events sind ausgefallen, ein paar Events wurden ersetzt durch lokale Sachen. Also du hattest das Ticket, aber du hast dann alles von der Safari-Zone gefangen, aber warst dann vor Ort, also in München zum Beispiel. Und dann kam auch schon nach Corona Berlin. Und da war ich am Start. Da hatte ich zwar dann nicht mehr gespielt oder beziehungsweise dann wieder, weil Road to 50 habe ich dann gemacht und dann. Wie gesagt, ich bin gerne in Berlin, ich kenne dort viele Leute. Foodspots habe ich dann abgecheckt, gevloggt. Ein paar Tage extra bin ich dann länger geblieben.
Und ja, und jetzt kommt halt dann Ding. London. Crazy. Wie gesagt, also bisher waren wir ein bisschen verwöhnt, dass es immer ein Event in Deutschland gab. Macht aber auch Sinn, weil Deutschland ziemlich zentral ist. Nachbarländer, weil London ist hier und dann müssen alle Länder hier hin. Und Deutschland ist halt hier und dann kann Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Niederlande, die ganzen Länder oben, Tschechien, Prag, hier, dies, das, Polen. Also das war eigentlich schon ziemlich gut. In Yu-Gi-Oh! Ist es ja auch so, die Europameisterschaft ist ja nie in London, weil das macht geografisch einfach keinen Sinn, aber keine Ahnung, was die dann für einen Deal haben, was für eine Location die gefunden haben. Und ja, jetzt ist es in London und ich kann ehrlich nicht sagen, also ich würde schon fahren, fliegen wollen, hätte Bock, kann aber nicht sagen, ob ich es mir momentan so leisten kann. Aber ihr werdet es erfahren, wenn ich da bin. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele Leute, viele Deutsche, also unsere Community, leidend ist und viel schwieriger ist, dahin zu kommen als Dortmund, Berlin, Oberhausen. Ja, schauen wir mal. Schade für uns Deutsche, gut für die Engländer. Eigentlich nur gut für die Engländer. Also für jeden anderen Europäer ist es viel schlechter, würde ich sagen. Ja, schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung. Seid ihr am Start? Würdet ihr hinfliegen? Oder sagt ihr, in London ist ein bisschen too much? Vor allem jetzt Pokémon Go langweilt eh. Ich bin nicht mehr so aktiv. Was die da so alles machen in letzter Zeit, taugt mir nicht. Kann ich so nicht supporten. Das ist mir das Geld nicht wert. Alles gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns die Tage, beziehungsweise zum Classic C-Day. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und auf dem Vlog-Kanal. Pokémon Go ist Business.